Man hat ja nicht oft eine Elf ohne Schweinsteiger, ohne Lahm, ohne Podolski, die Säulen seit der WM 2006. Mit Gomez und Neuer fehlen zwei weitere EM-Stammspieler, verletzt. Und er schenkt dann dieser Mannschaft das Vertrauen. Argentinien wird wechseln. Ein hochinteressanter Stürmer, hier mit der Nummer 16. Kun Agüero ersetzt José Ernesto Sosa. Hier ist Agüero vom englischen Meister Manchester City. Wurde erst unter seinem Schwiegervater Diego Armando Maradona regelmäßig berufen. Aber bei der WM war er nur Joker. Hinter Higuain. Sehr gefährlicher Stürmer in England. Hat er 23 Treffer erzielt, nur Robin van Persie und Wayne Rooney mehr. Messi ist heute eher ein Messi im argentinischen Trikot und nicht im Barcelona-Trikot, wie gewohnt. Zuletzt war das ein bisschen anders. In diesem Jahr traf er zum Beispiel dreimal gegen Brasilien. Das ist für Argentinien besonders wichtig. Zweite Halbzeit läuft. Eine kleine Systemänderung in der Mannschaft des argentinischen Coaches Alejandro Sabella. Trotz 1:0 Führung mit drei exzellenten Offensivkräften jetzt. Mit Higuain, mit Agüero. Und Lionel Messi, der ist immer noch exzellent und überragend, auch wenn heute bisher nicht. Und der Bender, Lars Bender, der die meisten Zweikämpfe in der ersten Halbzeit gewonnen hat. Wieder der Balleroberer und Hövedes. Vorgepfiffen gegen den Schalker, gegen Marcos Rojo. Das sehe ich anders. Die deutsche Mannschaft muss mit dem eigenen, jetzt durch die rote Karte gegen Ziele erzwungenen System zurechtkommen. Das ist ein 4-4-1. Da ist zum ersten Mal Agüero am Ball gewesen, zum Messi. Reus verliert den Ball an Zabaleta in der Vorwärtsbewegung. Agüero. Mascherano. Zabaleta, die einzige gelbe Karte dieses Spiels, hat er gesehen. Ein insgesamt faires Duell. Immer wenn man sowas sagt, liegt einer auf dem Boden. Ist klar, Foul von Mascherano. Und mir gefällt er sehr, sehr gut, Lars Bender. Schmelzer. Schön gemacht von Reus, kommt der Schmelzer noch dran. Zabaleta geht dazwischen. Der kennt keinen Spaß. Der Außenverteidiger von Manchester City. U20-Weltmeister mit Argentinien. Ecke Reus.
Schön gemacht von Khedira. Reus mit dem Außenriss vorbeigezogen am Mascherano. Pfosten. Super Szene. Leider abseits. Alle jubeln hier, aber es ist kein Tor. Schade, schade. Diese Szene hätte einen Treffer verdient. Hier nochmal die Aktion von Reus. Khedira war vorher passiv im Abseits, wird aber dann aktiv. Insofern gut beobachtet von Daniel Wernmark drüben an der Linie. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Schuss von Marco Reus vorhin, dass der abgefälscht war. Denn Torwart Romero hat überhaupt keine Anstalten gemacht, sich zu bewegen. Aber es war eine Riesenaktion von Reus. Wer den Ball mitnimmt und dann die schwierige technische Situation auch, diesen Schuss abzugeben, hat sich die Chance selbst vorbereitet. Höwedes. Und den Zuschauern ist dieser Rückstand egal. Sie feuern die deutsche Mannschaft an, weil sie immer wieder auch begeisterungsfähige und begeisternde Szenen zeigt. Wohlgemerkt, immer wieder betont, in Unterzahl. Higuain. Messi, der ist nicht zu halten. Für das Degenbender kommt er zu spät. Kein Abseits, schönes Spiel. Aguero, Higuain und Messi, die Stationen, das ist Higuain. Das ist so ein Abend, wenn Messi schlecht spielt. Dafür reicht's. Aber es wäre schade, wenn dieses Resultat die deutsche Mannschaft in ihrem Elan bremsen würde, in den vielen guten Ansätzen. Bender wieder, wie man ihn die ganze Zeit gesehen hat, an diesem Tor war er nicht ganz unbeteiligt. Özil hat sich da ein bisschen verzaubert, aber Messi kommt dann gegen Boateng nicht durch. Klose. Und abseits. Jetzt kommt der Pass. Ja, Klose selbst.
Higuain. Gegen Badstuber. Alejandro Sabella, der war am Sonntag beim Supercup. Hat sich Bayern gegen Dortmund angeschaut. Überraschend übrigens, Davis nicht nominiert. Khedira. Jetzt mal in die andere Richtung. Er war in der ersten Hälfte der Chef im Mittelfeld. War am häufigsten am Ball, auf einen Ballkontakt hätte er allerdings verzichten können. Das war das Eigentor kurz vor der Pause. Er holt sich den Ball von Messi. Badstuber zieht da ein bisschen an Agüero, der kommt trotzdem vorbei. Agüero, jetzt ist Badstuber zur Stelle. Und Ecke Argentinien. Hoffentlich geht bei diesem Ergebnis nicht die Leichtigkeit verloren, die man so mühsam zurückgewinnen muss nach der EM-Enttäuschung. Immerhin spielt die Mannschaft wieder diese Philosophie, die man gegen Italien aufgegeben hatte. Die sich nur nach dem Gegner richten wollte. Messi. Higuain immer brandgefährlich und Boateng. ...60 Minuten Unterzahl. Wie werden die sich auswirken? Argentinien spielen jetzt ihre Stiefel runter, lassen die deutschen Spieler laufen. Das sind natürlich hocherfahrene Leute, die in den großen europäischen Ligen in Spanien, in England, in Italien ihr Brot verdienen. Wie hier Agüero von Manchester City, wie Messi. Und es scheint, als wollten sie die deutsche Mannschaft nicht mehr aus ihren Fängen lassen. Di Maria. Stark gemacht von Ter Stegen, dieser abgewehrte Ball von Rojo. Das ist nochmal die Situation. Zuschauer im Ratsbacher Arena, es ist damit ausgebrochen.
ausverkaufte Frankfurter Arena, ein dankbares Publikum auch. Und ich bleibe dabei. Für mich hat Deutschland nicht enttäuscht bisher. Das waren zum Teil unglückliche Szenen. Aber im Moment haben sie richtige Schwierigkeiten. Mit einem Mann weniger. Und bei Özil klappt nicht mehr viel. Da beginnt die Liga genauso wie in Deutschland. Am 24. 25. August. Real startet in einem Heimspiel gegen Valencia. Barcelona mit Messi beginnt gegen San Sebastian. Da beginnt auch der Alltag. Und dann ist schon bald wieder WM-Quali. Anfang September, Deutschlands Auftakt, ist dann gegen die Färöer. Ohne Messi. Boateng. Die deutsche Mannschaft sammelt Kräfte. Die schaut sich das an, wie die Argentinier den Ball hin und her spielen. Und jetzt wollte ich gerade sagen, können wir noch mal wechseln und mal einen frischen Mann bringen. André Schürrle ist so einer. Und er kommt für Miro Klose. Der neue Kapitän heißt Sami Khedira. Jetzt mit Kloses Auswechslung der älteste Spieler in der deutschen Elf. 25 Jahre, Sami Khedira. André Schürrle, der wird doch bald wiederkommen hier. Erster Bundesligaspieltag Leverkusen in Frankfurt. Di Maria. Die einzige echte Sturmspitze, die Joachim Löw im Kader hatte, ist draußen, Miroslav Klose. Gelegenheit vielleicht, den Versuch zu wagen, den er schon mal vorhatte, Reus als vorderste Spitze. Hier ist er am Ball. Schürrle. Khedira, Reus, ah, da fehlt eine Zehenspitzenlänge, um diesen Ball anzunehmen. Und dieser Rückpass von Pablo Zabaleta, der hat die Qualität eines kernigen Torschusses. Ecke Deutschland. Reus. Er verlässt ungern seine Linie, Servo Romero von Sampdoria. Diesmal schon. Messi rechts völlig frei. Jetzt sieht ihn Schmelzer. Argentinien scheint mit diesem Resultat hochzufrieden, wenn man ihre Spielweise sieht. Das letzte WM-Spiel in Kapstadt 2010, das stand auch mehrfach in der Presse, sitzt immer noch tief. Dieser Stachel
Deutschland siegte mit 4:0. Zweimal Klose, einmal Müller, einmal Arne Friedrich mit seinem einzigen Länderspieltor. Hacke aufgelegt, Higuain, Messi, Ter Stegen. Huch. Hat sich irritieren lassen ein bisschen von dem Gladbacher Torhüter. Nach dieser Szene haben sich die beiden noch ein bisschen unterhalten. Kleiner Smalltalk, vielleicht auch ein Lob an den sich breitmachenden Gladbacher. Den sehen wir übrigens am Dienstag im ZDF Champions League Auftakt Qualifikation gegen Dynamo Kiew am Dienstagabend. Zu Sabaleta geht's. Und ein Vereinskamera, nee, ein Vereinskamera nicht, aus Neapel kommt er. Ugo Campagnaro, ein Innenverteidiger. Der kann auch rechts spielen. Interessante internationale Vita, 32 Jahre, drittes Länderspiel. Hat im Februar seinen erstes gemacht für die Albi Celeste mit 31, der neue Mann. Schürrle war gestartet. Das ist ein neuer Campagnaro. Mario Gomez, der heute nicht dabei sein kann, hat gegen ihn, gegen Campagnaro, seinen Gegenspieler in der Champions League, dreimal getroffen. Also den Gomez wird er nicht vermissen heute. Guter Wechsel zu Schürrle, der nimmt Fahrt auf. Und ist noch frisch, Mascherano bekämpft ihn. Gutes Timing beim Pass. Schiri, was macht er? Er gibt Ecke. Sieht einen korrekten Einsatz von Markus Rocco. Wir schauen noch mal genau hin. Völlig in Ordnung. Kein Elfmeter. Ecke Özil. Schürrle. Stark gemacht. André Schürrle, eigentlich der ideale Joker. Hat eine tolle Bilanz. In 16 Spielen 7-mal getroffen. Meistens, wenn er reinkam. Higuain rennt und rennt und rennt, so kenne ich ihn gar nicht. Der holt sich die Bälle aus der eigenen Hälfte. Sonst ein Schattenstürmer, der sich versteckt und im entscheidenden Moment rauskommt. Toni Kroos werden wir jetzt noch sehen und Gündoğan. Zwei zentrale Mittelfeldspieler. Kedira geht raus, jetzt muss der Mannschaftsrat einen neuen Kapitän wählen. Wer wird jetzt ein neuer Spielführer? Reus hat im Moment die Binde, will sie aber nicht haben. Boateng debütiert als Spielführer Deutschlands. Kedira und Özil raus, Real Madrid verletzt den Platz. Gündoğan, der bei der EM nicht eingesetzt wurde. Toni Kroos schon im Halbfinale in der falschen Position. Das ist ein bisschen, das zwickt da oben. Da hat er so kräftige Oberarme und ja, das kennt er noch nicht, Spielführer. Aber es passt, sieht gut aus, Jerome Boateng. Schürrle hat
sich da drei Argentinier vorgeknöpft und wird von Fernando Gago festgehalten. Gündoğan, Schürrle. Groß, Schürrle. Ab und zu blitzt sie auf. Die Leichtigkeit, das war abseits. Schürrle war nur gegen Griechenland in der Startelf bei der Euro. Deutschland ist nicht viel älter geworden durch die Auswechslung von Khedira. Jetzt ist der Senior dieser Mannschaft Benedikt Höwedes. 24. Gündoğan. Tolle Rückrunde gespielt in Dortmund. Hat viel zur Titelverteidigung Dortmunds beigetragen, Ilkay Gündoğan. Der einzige Mittelfeldspieler, der nicht eingesetzt wurde von Joachim Löw während der Europameisterschaft. Vorbei. Groß, ein frischer Mann. Reus trifft Mascherano. Hören Sie den aufmunternden Applaus? Sehr, sehr positives Publikum in Frankfurt. Sie merken, das ist alles ein bisschen krumm gelaufen heute hier. Oh ja, Agüero. Auf engstem Raum. Tja, das war nicht auf engstem Raum. Was ein Strahl. Mein lieber Mann, Angel de Maria, 0:3. Der sollte schon ausgewechselt werden. Sein Abschiedsgruß an Ter Stegen. Es gibt so Tore dabei, da kannst du nichts gegen machen. Jetzt geht er mit seinem Tor. Pablo Guinaso kommt. Profi, der in Brasilien sein Geld verdient. Porto Alegre. Mario Götze. Götze für Lars Bender. Hat mit Südamerikanern prima Erfahrung gemacht, genau. An diesem ungeliebten Augusttermin vor einem Jahr spielte Deutschland gegen Brasilien und gewann 3:2. Das war damals Weltklasse, was Götze gezeigt hat in Stuttgart. Und dann die komplette Rückrunde nahezu verletzt. Hat bei der Euro nur 10 Minuten gegen Griechenland gespielt, das war okay. Thank you.
hört sich furchtbar an, 0:3, aber es wäre fatal, dies als ein weiteres Zeichen einer kriselnden deutschen Mannschaft zu werten, meiner Meinung nach. Sie haben es ja selbst gesehen, da war ja prima Ansätze, gute Aktionen. Das war richtig unglücklich gelaufen und seit der 30. mit 10 Mann gegen solche ausgebufften Profis, da kann er schon mal so aussehen. Es wäre nur schade, wenn sie diese Niederlage, die sich jetzt sehr deutlich abzeichnet, als Demütigung empfinden würden. Aber es hilft natürlich nicht, die Köpfe frei zu bekommen. Vielleicht helfen die Färöer am 7. September in Hannover. Higuain gegen Gündoğan. Mascherano. Higuain. Gündoğan muss passieren lassen. Messi läuft gegen drei Mann durch. Gegen vier. Mann, oh Mann, oh Mann. Da war wieder der Messi. Dieser Antritt auf kürzesten Raum, diese kurzen Schritte. Und hier ist der Unes. Zack, 1, 2, 3. Und jetzt haut er ab. In diesen Tagen wird der Fußballer Europas gewählt übrigens. Drei Kandidaten. Messi, Iniesta und Cristiano Ronaldo, die üblichen Verdächtigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich würde mir für diese Mannschaft wenigstens mal ein Tor wünschen. Einfach für die Seele. Boateng. Schürrle und Kroos. Schürrle, ja, da bekommt er den Ball nicht richtig unter Kontrolle und das geht natürlich nicht bei solchen Innenverteidigern, die Argentinien hat. Ein sehr schönes Beispiel, dass immer wieder so ein paar Zentimeter fehlen, ein kleiner Tick, immer wieder. Dankbares Geschenk. Wenn Reus annimmt, Götze. Yep! Jimenez. Der Vorsitzende des Ältestenrats. Schön gemacht von Götze gegen Rojo. Aus dem Aufgebot, der noch nicht eingesetzt worden ist, als Julian Draxler, ein 18-Jähriger von Schalke 04. Vielleicht kommt er auch noch. Mascherano verlässt den Platz für Rodrigo Branca. Der Einzige, der in Argentinien spielt, der Estudiantes de la Plata.
den Ball passieren. Messi. Groß. Schmelzer, Gündoğan. So, Sie haben jetzt die Gelegenheit, auf zdfsport.de die Leistung der deutschen Mannschaft zu bewerten. Gut gemacht von Schürrle, der kriegt bestimmt eine gute Note. Da gibt es ein Notentool auf unserer Internetseite und da können Sie Ihre Meinung abgeben. Höveles. Drüben auf der anderen Seite ist Kroos, winkt, aber sind weit, weit von ihm entfernt. Schürrle, sehr stark, Götze! Mensch! Tor! Benedikt Höveles! Kein Abseits, klasse gemacht von den beiden Vorbereitern, von André Schürrle und von Mario Götze. Und dann dieser wuchtige Kopfball. Ein wunderbares Lebenszeichen, ein verdientes Tor. Und 1:3 klingt irgendwie ein bisschen anders. Erstes Länderspieltor des Schalkers. Der Stadionsprecher hat da ein bisschen sich vertan. Der Vorbereiter war Götze. Ihm gebührt auch Lob. Jetzt hat er's. Den richtigen. Höveles. Schon kommen die Fans wieder. Wenigstens ein Ziel ist erreicht. Das, was Semih Khedira ja nicht gefordert, aber darum gebeten hat, zumindest die Fans wieder auf die Seite der Mannschaft zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie so viele Fans verloren hat nach der EM, aber die Unterstützung ist da. Schürrle macht ein prima Spiel übrigens seit seiner Einwechslung. Schmelzer, komm, vielleicht geht noch einer. Da sind ja einige frische Kräfte jetzt auf dem Platz. Kroos, Gündoğan, Schürrle, Götze. Der will jeden Ball haben, André Schürrle. Missverständnis jetzt mit Mario Götze. Jetzt mal eine präzise Flanke, Schmelzer. Zu scharf dieser Ball von Kroos für Götze.
der Torschütze war hier gerade im Bild. Benedikt Höwedes, Schürrle, Götze und der Schalke waren die Stationen. Ein Kopfball wie ein Schuss. Selten gesehene Harmonie zwischen Schalkern und Dortmundern. Der Spielführer Jerome Boateng. Ballverlust Reus. Badstuber kommt da nicht dran. Messi setzt nicht durch. Higuain nimmt Maß. Habe ich drin gesehen schon. Riesenglück. Zweiter Außenpfosten. Der chippt ihn einfach so weiter. Messi. Ja, der war da, deswegen. Vielleicht hätte er den Ball sogar bekommen noch. Mit dem linken Fuß. Toni Kroos, der war eine Zeit lang Khediras schärfster Konkurrent. Aber da bei der EM Schweinsteiger formunabhängig gesetzt war und Khedira unverzichtbar, kam er meistens von der Bank, so wie heute. Und so wie er auch, Schürrle. Götze bedrängt Fernandes. Aguero. Ein Einzelkönner. Kam für 45 Millionen in der letzten Saison von Atletico Madrid zu dem scheichfinanzierten englischen Meister Manchester City. Torschütze, Höwedes. Anderthalb Minuten noch. Nicht eingerechnet die Nachspielzeit. Schürrle, gute Idee. Sah, dass da Götze herankommt. Hier auf dem Rasen verirrt. Gute Reaktion der Spieler, die einfach stehen bleiben und da sich nicht aufblasen. Und da macht er ein High Five mit Lionel Messi und Messi macht sogar mit und lacht.
Und es ist sehr schön übrigens, dass die Ordner nicht wie Verrückte dem herrennen und den abgrätschen. Er wird seine Ordnungswidrigkeit entrichten müssen. So sind die Regeln. Kleiner Angeber, aber ein großer Abend für ihn. Drei Minuten. Gibt's extra. Es passt zu diesem kuriosen Abend. Der junge Mann hat sich da völlig ungehindert auf den Rasen in Frankfurt geschummelt. Schmelzer. Das ist kein Lobeslied an die Security hier. Auch die haben ein Freundschaftsspielabend-Mentalität entwickelt. Reus, nach Pass von Kroos. Reus, schade. Rodrigo Braña. Zu dritt, zu viert. Holen sie sich den Ball von Messi. Der setzt aber nach gegen Schürrle. Das will er sich nicht bieten lassen. Letzte Minute im Duell der beiden Ex-Weltmeister läuft. Die Bilanz zwischen Deutschland und Argentinien bleibt negativ aus deutscher Sicht. 6 deutsche Erfolge, 9 Niederlagen jetzt. Aber in den wichtigen Spielen hat Deutschland nur einmal verloren. Das war das WM-Finale 86. Wenn es um freundschaftliche Abende geht, sind die Argentinier stärker. Noch einmal Toni Kroos. Die letzten Sekunden, Schiri guckt auf die Uhr. Dann ist es vorbei. Ja, 1:3, der Endstand. Nehmen wir doch mal das letzte Tor des Tages als Sinngeber vielleicht für die Zukunft der deutschen Elf. In Unterzahl eine zauberhafte Kombination über Schürrle und Götze und das Tor von Hövedes, die wird ihm sicherlich gefallen haben, dem Bundestrainer. Er hat viel Leben in die Mannschaft gebracht, André Schürrle. Und gelegentlich war der Spaß beim Kicken wieder zurück. Bei ihm nicht so oft zu sehen heute wie gewohnt bei Lionel Messi. Zu einem Tor hat es gereicht. Die Argentinier feiern diesen Prestigeerfolg hier in Frankfurt. Fußball live im ZDF mit der deutschen Nationalmannschaft.